Zwei Jahre in Folge Champions League. Immer noch erstaunlich, was bei Borussia Mönchengladbach passiert ist. Vom Fastabstieg 2011 zur erneuten Champions League-Teilnahme 2016. Anerkennung von Ex-Gladbachern. Es ist seit Jahren eine Riesenentwicklung. Immer stets nach vorne geht es dort. Und gute Neuzugänge, die jungen Spieler können sie halten. Und haben jetzt echt ein Niveau erreicht, wo sie langsam Leverkusen und Dortmund Konkurrenz bieten. Wenn man es dann irgendwann mal schafft, auf die europäische Bühne zurückzukehren, dann hat man auch Chancen, da zu bleiben. Das haben die Gladbacher toll gemacht. Haben sehr gute Verpflichtungen zwischendurch getätigt. Haben mit Lucien Favre einen Trainer bekommen, der sie erst gerettet hat und dann in das internationale Geschäft zurückgeführt haben. Und davon leben sie jetzt. Und wenn man dann einmal auf diesem Level ist und schafft das, europäisch zu spielen, dann hat man einen Vorsprung, einen Vorteil gegenüber anderen. Man spielt bei den großen Playern mit, man hat andere Transfermöglichkeiten. Und ich denke, dass sie, wenn sie sich geschickt und gut verhalten, dann können sie auf Jahre hinaus diese Position verteidigen. Genau diese Entwicklung strebt Gladbach an. Die Gruppenphase der Königsklasse zu überstehen wird aber, wie schon im Vorjahr, keine leichte Aufgabe. Manchester City, FC Barcelona und Celtic Glasgow. Eine echte Hammergruppe. Gladbach spielt ja nicht die Champions League, um rauszufliegen. Also das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist weiterzukommen. Das ist für jeden dort das Ziel. Und das sollen sie auch so angehen. Gleich zum Auftakt gegen Man City und Pep Guardiola. Ein Gegner, gegen den die Borussia schon in der letzten Champions League-Saison spielte. Gladbach hielt gut mit, verlor aber beide Spiele in den Schlussminuten. Bittere Punktverluste, die am Ende dazu führten, dass man nicht europäisch überwinterte. Neuer Anlauf in diesem Jahr. Alles ist möglich im Fußball. Das ist natürlich von den Namen her eine unglaubliche Gruppe. Das wird nicht so leicht, aber es ist eben so, wie es ist. Und man wird sehen, ob sie es hinkriegen. Sie können gegen alle gewinnen. Wir haben vor einem Jahr Manchester City zu Hause komplett dominiert, hätten gewinnen müssen. Und warum sollten sie es jetzt nicht schaffen?